Pinguin. Ich würde sie mit einem Bären assoziieren, weil sie irgendwie super stark und so schützerisch sein kann, aber auch total knuffelig und dass man sie einfach nur knuddeln will, keine Ahnung, aber ich finde, sie ist ein Bär. Ein Hund. Das ist mir gerade so durch den Kopf geschossen. Das passt dir sehr gut. Ein Hase, weil sie sehr gut zuhören kann. Für mich ist sie so ein Frettchen. Süß, flink und zeigt immer so ihre Meinung. Also was auch passiert, sie ist immer gerade. Sie sagt immer ihre Meinung, was ihre Meinung dazu ist. Momentan bin ich so auf den Ocelot gekommen. So eine schön niedliche, bisschen größere Hauskatze mit diesem knuffigen kleinen Örch, großen Örch. Kowalski, Private, Aldi. Sie sind hier, sie sind Pinguin. Momentan kommt nur der Moment mit Yuki in den Sinn, wie sie die Polizisten weggeschleucht hat. Also wenn man ein Cosplay-Treffen ist zum Beispiel, hat man einfach die lustigsten Momente mit seinen Cosplay-Kollegen. Die guten Momente wie die so waren sicher die Cosplay-Treffen, aber auch die Geburtstagsfeier von Cave Destiny war voll toll und lustig. Ja. Ich fand es witzig, als es zu mir kam, um zu nähen, also um für unser Hogwarts-Cosplay zu nähen. Als wir in meinem Zimmer genäht haben, das mit den Oberschenkeln mussten, das fand ich super. Als ich bei dir übernachtet hatte und wir Bullies, Vicky und die starken Männer geschaut hatten, an der spannendsten Stelle eingeschlafen sind und dann irgendwann aufgewacht und uns so gefragt, ja, warum läuft eigentlich jetzt das Titelmenü? Eigentlich in jedem Treffen, ob die jetzt gemeinsam da irgendwie am Shooten sind, ja, gemeinsam rumsitzen, wie damals, das letzte Mal im China-Restaurant, wo wir über unser FPG geplaudert haben und der Rest nur noch Bahnhof verstanden hat. Das sind ja auch so lustige Momente mit dir. Also es war lustig und gleichzeitig schrecklich, als wir bei ihr übernachtet haben für Andi Konichi. Ich glaube, das war die Konichi. Da sind ich, Luffy und sie waren, also sie haben in ihrem Bett eigentlich geschlafen. Und dann ist das Bett zusammengekracht, als Luffy darauf rumgehüpft ist. Und es ist eigentlich schon ein lustiger Moment, dass Luffy das geschafft hat, ihr Bett kaputt zu machen. Aber es war natürlich auch blöd für sie. Aber ich glaube, das war so mein lustigster Moment mit ihr. Oder auch andere Momente, die wir zusammen gecosplayt haben, als wir das Video für Hitale gemacht haben und waren Cosplay-Momente. Also für mich ist sie sehr hilfsbereit, aufgestellt, nett, höflich, einfach alles ein bisschen. Ich fand sie komisch. Ohne Scheiß, ich fand sie komisch, aber ich habe sie jetzt kennengelernt und ja, sie ist cool. Sie ist Esti. Ich dachte mir so, wow, ein Roxas-Cosplayer. Und habe mich eigentlich sehr schnell sehr gut mit ihr verstanden, hatten uns dann später auch getroffen und ja, ich fand dich sehr sympathisch. Der erste Eindruck war so zielstrebig, genau, ja, recht pingelig. Mein erster Eindruck von ihr war, dass sie nett ist, aber ziemlich straightforward, ehrlich, das ist halt immer direkt, was sie meint. Wenn ihr was nicht passt, dann sagt sie das auch. Und sie ist wohl auch eher so ein bisschen Einzelgänger, habe ich mir gedacht. Ja. Mein erster Eindruck von ihr war sicher positiv. Aber in ihr kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wenn wir uns das erste Mal getroffen haben. Weil, keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht mehr, es tut mir leid, aber ich habe sicher nie was Schlechtes gedacht und ja. Best Course, ich finde einfach Luna. Ich finde, das gefällt mir am allerbesten. Da passt der Charakter, das Aussehen, da passt einfach alles bei Luna. England passt sehr gut zu dir, aber auch Gakko und vor allem Kay von Gravitation. Der steht dir sehr toll. Bestes Cosplay. Mir gefällt am besten das England-Cosplay aus Hetalia. Das passt dir fast am besten. Am besten gefällt mir
dass Kakupo, also Kakupo, an ihr am besten von Vocaloid, in welcher Version ist jetzt, naja, wahrscheinlich die Fans in jeder Version, aber die Camellia-Version ist sicher etwas mit vielen Pluspunkten. Kakupos Cosplays, sie mag jetzt zum Beispiel auch alle sehr an dir. Ja, welches mir da genau am besten gefällt, kann ich jetzt nicht ganz sagen. Am meisten gefällt mir England Halloween Version, die sie gemacht hatte. Ich finde, das steht ihr sehr gut und sie sieht auch niedlich aus. Oder auch dieses Mädchen da aus Magisha Negimagi mit den orangen Haaren. Die finde ich auch sehr toll an ihr. Oder halt auch aus meinem Gaku. Du bist sehr freundlich, hilfsbereit, du versuchst euch soweit immer zu helfen, wenn es irgendwie geht. Ja, du bleibst eigentlich immer freundlich. Das ist ein bisschen gebieterisch. Sie ist auch ein bisschen der Boss. Sie ist die Planungskanone, sie ist die Erwachsene von uns. Und ja, der Boss. Maso, wie schon gesagt, sie ist sehr hilfsbereit, höflich, nett, aufgestellt. Sie ist ziemlich analytisch, also sie analysiert immer alles. Sie will immer logisch vorgehen. Sie macht nichts spontan. Sie kann ziemlich schnell gelangweilt sein, mag es aber auch etwas ruhiger und ist auch eigentlich lieber für sich alleine, denke ich jetzt mal. Ist aber eigentlich total nett und wenn sie jemand mag, versteht sie sich auch super gut mit dieser Person. Du bist sehr eigensinnig, du weißt, was du willst, stur, aber du kannst dich auch anpassen, wenn du die Lage kennst. Vom Gegenüber bist du lustig und kreativ. Eine gute Freundin. Hervorstechende Eigenschaften ist, dass sie irgendwie immer fröhlich ist, aber ziemlich ruhig im Hintergrund, aber ich finde das durchaus positiv, denn es kann nicht immer alle nur auf hervorbrechen. Aber sie kann das auch, das finde ich auch ganz toll. Ich denke einfach, sie ist gut, wie sie ist und kann sich gut integrieren und ist nett und akzeptiert auch die Leute, wie sie sind. In 20 Jahren da wohnt noch immer alleine, hat noch immer zwei Katzen und die eine wird ganz sicher wieder gleich heißen der Typ von Dracula. Scheiße, wie heißt er schon wieder? Na, wirst du alt sein? Alt. Dracula? Nicht Dracula, nee, sondern also, Renfield. Oh, ich könnte mir vorstellen, du hast noch deine eigene Bibliothek? Schon wieder? Ja, schon wieder. Aber so richtig, so eine richtig große Bibliothek. Mangas. Und ganz, ganz viele anderen Bücher mit deinem eigenen Kamin, Sessel davor, wo man lesen kann. Vielleicht nebenan noch so ein kleines Game-Videoräumchen, wo man Game und DVDs schauen kann. Ja, ich denke, so etwas stelle ich mir bei dir etwa in 20 Jahren vor. Ja, und du hast sicherlich eine Arbeit, die dir gefällt. Ich könnte mir vorstellen, dass du in 20 Jahren tatsächlich schon mal dein erstes Buch rausgebracht hast. Ja, also ich stelle mir dein Leben da nicht sehr interessant und, ja, lustig vor. In 20 Jahren schließt du immer noch an den spannendsten Stellen der Filme ein. In 20 Jahren wird sie als Knackpo die Bühne rocken. Ist sie, denke ich mal, älter, physikalisch gesehen und hoffentlich cosplayt sie dann noch. Sie wird sicher sehr tolle Cosplays machen in dieser Zeit. Dann hoffe ich, dass du immer noch glücklich bist, dass du viel besucht hast, dass du viel in England warst, dass du deine Sachen erleben konntest, die du dir geplant hast. Und ich denke, dass du dann irgendwie eine Geschäftsführerin oder sonst irgendwas so sein wirst. Am meisten freue ich mich auf die Vocaloid-Projekte, weil du Knackpo bist. Oder auch nicht, ich weiß nicht, auf jeden Fall, weil ich bei dir bin.
Knackpunkt ist. Weil das tut's. Ich freue mich sehr auf unser Kuroshi-Sushi-Cosplay, auf Chipmunks und vor allem auf Arisa Cats, wo wir die drei kleinen Kätzchen machen. Auch das freue ich mich am meisten. Also ich kann nicht genau sagen, wo sie genau immer dabei ist, aber ich freue mich vor allem auf das Kuroshi-Sushi-Treffen oder Vocaloid. Ja. Also es sind sicherlich mal Persona. Darauf freue ich mich total. Auch wenn es noch eine Weile dauert, bis es soweit ist, aber darauf freue ich mich. Und das ganze Harry Potter Zeug, das wir zusammen machen. Oder ja, was sonst noch? Ja, ich glaube, es gibt fast kein Cosplay, was ich nächstes Jahr nicht mit ihr zusammen habe. Natürlich freue ich mich da auch wieder auf alles. Ich denke, auf das ich mich am meisten freue, wird Persona sein. Und unser Shooting in England als Kuroshi-Tsuchi. Oh, und natürlich Len und Gumi Subarashi Nyansei. Natürlich unser Eternal Sonata, wenn wir das schaffen. Ja, ich denke, das sind so die größten. Oder halt auch, also auch von Tuaro no Railgun. Ich habe sehr viele Projekte vor mit ST, also wirklich sehr, sehr viel. Ich freue mich natürlich auf unsere Gruppen für 2013, haben wir ganz viel, und dieses Jahr haben wir eigentlich genug Gruppen, also ich freue mich auf genug Projekte. Gute Frage. Ich denke, ein Lux. Er ist einzugängerisch und selten. Ich würde sagen, sie ist so ein Faultier. Immer ein bisschen schön langsam, so ein Schilling. Für mich ist sie ein Faultier, aber positiv gemeint. Also, Flip ist für mich ganz cool ein Koala-Bär, weil sie mich einfach total an einen Koala-Bär erinnert. Für mich ist Flippy ein Fisch, weil sie eher eine ruhige Person ist, genau wie eben ein Fischchen. Ich finde, Flippy ist so ein Delfin. Sie mag es in Gruppen zu schwimmen, wie halt ein Delfin, aber ist auch total niedlich und man hat Freude, mit ihr zusammen zu sein und man trifft sich gerne mit ihr. Das sind ganz viele Zugfahrten natürlich. Die sind immer lustig. Ich fand es so toll, als sie unseren Zazi gemacht hat aus Segami Bachi. Das war voll lustig mit ihr und sie ist wirklich ein toller Zazi. Der lustigste Moment mit ihr war, als du Island gekostet hast und du den Vogel mit der Taschen dabei hattest, der eigentlich Vogelgeräusche machen sollte. Jedoch machte der Vogel und das gemalt. Wir schreiben ja praktisch täglich miteinander. Ich denke, wir haben sehr viele witzige Momente, wenn wir uns komische Ideen überlegen für unser RPG. Die lustigsten Momente mit ihr waren, als ich sie kennengelernt habe, hatte sie Hitalia gecosplayt und einmal kam dann ihre Schwester und sie hat immer Island gecosplayt und dann kam. Und als ich ihre Schwester sah, wollte ich ihr Anna und Flippy sagen, weil ich mir so gewohnt war, Flippy im Island-Cosplay zu sehen. Und dabei hatte sie damals Dänemark gemacht. Das war sicher, als wir ein Cosplay-Treffen im Kindergarten hatten. Und ich und Kea waren damals irgendwie fast zum ersten Mal in Zürich. Und total verloren vor dem Automaten für die Tickets für das Tram. Und Flippy war die Einzige, die uns geholfen hat oder das bemerkt hat, keine Ahnung. Und Axel noch das Tram verpasst hat, weil wir zu langsam waren und dann später mit uns dorthin gefahren ist. Der erste Eindruck war deshalb sicher total nett und hilfsbereit und super cool und sympathisch und einfach toll. Ich mochte dich früher überhaupt nicht, also ich fand dich gar nicht sympathisch. Ich habe dir vielleicht Hallo und Tschüss gesagt, wenn überhaupt. Aber ich bin froh, ist es heute anders und ja, ich hab dich gern. Süß. Sie war so ein süßes Seelen. Ja, sie war so ein süßes Seelen. Ich fand's so toll. Aber dass sie wohl eher schüchtern ist und ziemlich in sich gekehrt. Aber ich finde sie jetzt, wenn fast das Gegenteil ist, immer noch etwas schüchtern. Aber ich finde sie ist total nett und man sieht es auch ziemlich offen, man kann mit ihr über alles reden.
Eher still, introvertiert, unauffällig, aber nett. Auf alle Fälle nett. Das Cosplay, das mir am allerbesten gefällt, ist definitiv Mami Tomoe aus Puella Madoka Magica, weil das Cosplay steht ihr super gut und sie sieht total aus. Am besten gefällt mir ein Flippy das Tomoe Cosplay von Madoka. Ich finde einfach, das steht dir am besten und dass ihr Gesicht auch super reinpasst und einfach, ich mag es total an ihr und toll. Sehr viele tolle Cosplays. Eben am besten fand ich bis jetzt Zazia, Sigami Bachi. Ich finde Bellaruf und Italia und Mami. Mami steht hier extrem gut. Mami natürlich. Und als zweites denke ich Aigis. Cosplay ist so toll. Die ist immer so schnell beim Nähen, mit ihr kann man so immer lustig haben und so. Und ihr Lachen ist auch ein Merkmal, finde ich. Weil jetzt haben wir ein Auto. Flippy ist, denke ich, so nett, lustig, aber auch ziemlich ruhig und sie sagt nicht immer, ich denke, sie sagt nicht immer alles, was sie gerade denkt. Also wenn sie was irgendwas denkt, sie sagt lieber ja oder ich weiß nicht, aber dabei denkt sie sich was Richtiges. Aber sie ist total lieb. Flippy ist sehr analytisch, durchdacht. Und sarkastisch veranlagt, das mag ich total. Hervorstechende Eigenschaften sind sicher, dass sie eben total hilfsbereit ist und immer nett, freundlich. Und auch wenn sie jemanden nicht kennt, also sie ist einfach nett. Du bist eher eine ruhige Person, jedoch wenn man das richtige Thema anspricht, dann passt du richtig auf und dann kannst du auch richtig mit ihr plaudern und hat es gut mit ihr. Wirst du hoffentlich ganz viel um die Welt gereist sein und ganz viele verschiedene Orte gesehen haben. In 20 Jahren näht Flippy immer noch Cosplays. Sie okay. Wird immer Cosplays nähen. Dass wir hoffentlich immer noch Freunde sind, dass wir es immer noch lustig haben und ich hoffe, dass hier alles dann viel besser läuft und dass sie einen Freund hat und glücklich ist und das Übliche halt so, vielleicht schon verheiratet ist. In 20 Jahren wird Flippy wahrscheinlich gegen den Mond kämpfen und die Welt retten, weil sie toll ist und super stark. Flippy. Definitiv Puella Madoka Magica. Ich freue mich so sehr, mit dir das zu cosplayen. Und vor allem finde ich richtig toll, dich darin zu sehen. Aber ich freue mich auch auf Sunplay oder auch auf unsere coole Shizuji. Wir haben nicht so viele Projekte am Start. Jedoch freue ich mich extrem auf unsere Kuro Shizuji Gruppe. Ich freue mich ganz, ganz doll auf unsere Vocaloid-Projekte, vor allem auf unsere Sandplay-Gruppe, die schon bald entsteht. Freue mich sehr drauf. Und natürlich auch, wenn sie Rapunzel macht und Anastasia. Das freue mich auch total. Die genauen Projekte habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich denke sicher, ich glaube Sandplay ist sicher noch toll, aber am allerliebsten würde ich sicher mal was mit von Madoka mit dir cosplayen, weil ich einfach finde, Tomoe steht dir ausgezeichnet und du bist eine der tollsten Tomoes, die ich können oder gesehen habe. Einfach, du passt da total rein. Wir haben nächstes Jahr so viele Projekte. Ich freue mich auf jedes einzelne davon. Als erstes jetzt mal das Sandplay im Februar. Und auf das Sherlock freue ich mich total. Und auf das Rapunzel und Flynn Cosplay 2013.